gesehen habe. Und das ist hängen, das nervt ein bisschen. Na gut, da kann ich jetzt aber auch nichts machen, aber. Oder das nervt wie Sau, aber. Ich habe jetzt schon alles ausgemacht, was ging. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß nicht, entweder liegt es an der PlayStation 2 oder es liegt. Keine Ahnung, was liegt. Der Rechner spinnt vielleicht heute gerade wieder. Ich weiß es einfach nicht. Ansonsten passt alles, sagst du. Wie gesagt, wir spielen in jedem Spiel ein Royal Rumble Match. Weil Royal Rumble Special und so. Ich beteilige mich natürlich auch dran, vorweg, ich bin nicht gut in den Spielen. Könnte also lustig werden. Und ich habe auch nicht immer eine Anleitung mit drin, wo ich schnell mal gucken kann, wie funktioniert's. Und das ist ja also so ein bisschen blöde. Ich hoffe halt, ich bin jetzt richtig, dass Just Bring It das erste PlayStation 2 Spiel von WWE Games war. Ich hoffe es halt. Den Router neu starten oder die PlayStation 2 wird wohl kaum daran schuld sein. Die braucht ja kein Internet. Ja, stimmt, hast auch wieder recht. Ich weiß halt nur, dass ich auch ab und zu, wo ich letztes Mal Testaufnahmen gemacht habe mit PlayStation 2 vor ein paar Tagen, wo ich es auch selber gespielt habe, wo ich die Testaufnahmen gemacht habe, hat das Bild auch immer mal geruckelt. Wobei ich die Ruckler halt eben auch nur bei PlayStation 2 spielen habe. Bei PS4 habe ich das nicht, bei PS3 habe ich das, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig erinnert habe. Aber, wie gesagt, es kann auch heute einfach mal an meinem Internet liegen. Oder der Router, da ist es spinnt mal wieder. Aber ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Weil ich weiß aber auch bei Supercar habe ich letzten Streams, soweit ich weiß, wenig Probleme gehabt. Resident Evil hatte ich keine Probleme gehabt, bei Monster Hunter hatte ich keine Probleme gehabt, weitestgehend. Zumindest habe ich keine entdeckt. Bitte wurde mir noch nichts weiter angetragen, aber ich weiß es einfach nicht. Weil wenn man mein Handy funktioniert, das Internet gar nicht, obwohl es an ist, obwohl es auch angezeigt wird. Naja, gut, am PC habe ich halt, wie gesagt, es ist LAN-Kabel drin, aber. I don't know! Was ich vielleicht mal machen kann, bevor ich loslege, es ist ja nicht nur das Bild an sich, es ist der ganze Stream als das Internet. Ja. Also das Internet. Ja, das wird muss wie gesagt. I don't know. Ich hoffe halt, dass es das entweder gibt oder. Ja, ich weiß es nicht. Weil die letzten Tage ging es ja, soweit ich es gedacht habe, mir das angehört habe. Ist aber immer so, wenn. Ernsthaft. Ernsthaft. Egal. Es ist ja nicht nur. Das Problem ist halt immer, wenn. Entweder funktioniert das nicht oder es funktioniert das nicht. Und wenn es mal funktioniert, funktioniert es das nächste Mal wieder nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht immer. Immer nicht. Es ist einfach. Brainfuck. Sozusagen. Du änderst nichts und trotzdem funktioniert es das nächste Mal wieder nicht.
Lexi! Ja, die hilft mir gerade auch nicht über die Probleme hinweg. Jetzt mache ich den hier, den will ich doch gar nicht anmachen. Der ist eigentlich auch relativ. Gut, dann mach mal hier das alles mal aus hier. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, wenn ich hier überall das ganze Zeug ausmache, weil Wikipedia muss ich offen lassen, das brauche ich noch. Sparkling Bliss! Yeah! Wie gesagt, Wikipedia brauche ich noch, um zu gucken, welches Spiel das nächste dran ist. Wobei, kann ich nur kurz reingucken, dann kurz war es wieder. Royal Rumble. Ich glaube, bei Just Bring It habe ich die vor ein paar Tagen schon mal einen Royal Rumble gespielt, aber. Hallo? Hallo? Ich liebe es. Ist PlayStation 2 abgestürzt. Kommt auch dazu. PlayStation 2 abgestürzt. Ich soll noch mal sagen, die PS4 hat heutzutage Probleme. PlayStation 2 abgestürzt. Ist das herrlich? Ach, Mensch. Wenn man keine Probleme hat, macht man sich selber welche. Und wenn man schon genug hat, kommen noch welche dazu. Es ist einfach so. Ich glaube, dann haben wir inzwischen für heute alles abgehakt, was passieren kann. Soundprobleme, ruckelnder Stream, abstürzende PlayStation 2. Alles Haken dran. Irgendwas noch passieren kann? Der ganze Stream stürzt ab. Mein Internet fällt komplett aus. Herrlich, ich muss noch kurz was gucken. Alles in Einstellungen so bleibt geblieben ist, wie ich wollte. Ja, alles wunderbar. Ist das Lied bald mal zu Ende? Ja, das ist so, funktioniert das doch. Da ich weiß, dass ich eh nicht gewinnen werde, nehme ich mal irgendwas random. Jeffrey! Christian! Was? Ich helfe dir mal. Just bring it, shut your mouth. Here comes the. Shut your mouth, warte mal. Ja, hier ist Here comes the pain. Und dann die Smackdown wieder. Da brauche ich ja die Reihe, das wollte ich ja nicht mehr genau. Ja. Just bring it, wie gesagt. Shut your mouth habe ich hier. Here comes the. Da, hier kommst du Pain, ja gut, und dann der Rest ist ja dann SmackDown. Raw, SmackDown vs. Raw 6, 7, 8, 9, 10. Oder warte mal, 7, 7, 8. Ja, bis zur 10 kann ich auf PlayStation 2 gehen. Bis zur 10. Halt nochmal zurück. Da war irgendwas mit All Random.
können wir ja einfach mal machen, all random. Also war ich doch gar nicht so verkehrt mit erst mit Just Bring It. Das ist schon mal positiv. Random. Na gut, die Arena soll natürlich über Rumble sein, mehr oder weniger. Oder PvP-Arena. PPV-Arena, Entschuldigung. Bei Rumble. Normale Geschwindigkeit, ich mache ja bestimmt auch höhere Geschwindigkeit, das könnt ihr vergessen. Match! Muss halt jetzt nur alles funktionieren. Ach, hier habe ich sogar eine Anleitung drin, ist ja der Wahnsinn. Hier könnt ihr sogar gucken. Ich glaube, bei Shut Your Mouth hatte ich keine Anleitung drin. Doch, hatte ich. Welches Spiel hatte ich denn keine Anleitung drin? Was ist hier drin? Also ich fange auf jeden Fall nicht an. Steve Austin fängt an. Die ersten Vierer fangen ja an. Seit 2010 für euch in... Okay. Mac Media. Das habe ich ja sogar bei Mac Media bestellt, okay. Interessant. Auch mal ein Fun Fact, okay. Sagen Sie uns Ihre Meinung, ja, kann ich gerne machen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr bei euch ankommen. onlinemarketing.uk.com/WWE wird wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Ich glaube nicht, dass es die Seite noch gibt. Faku! Also kommt dann als nächstes Shut Your Mouth. Das ist schon mal positiv. Aber ich denke mal, guck, wie lange ich überhaupt hier durchhalte mit den ganzen Kruckle und Zuckle und. Uhr. Jetzt willst du wieder dich bemerkbar machen, jetzt wo ich dich zur Seite gelegt habe. Die ganze Zeit willst du nichts können, dann plötzlich machst du dich bemerkbar. Ich sage nichts dazu. Das ist vollkommen normal. Also nichts hinterfragen. In den älteren Spielen, ich weiß nicht, wie weit das geht, kommen auch einfach random irgendwelche Frauen mit dazu ins Rumble. Aber gut, wir lassen das mal so stehen, weil ich darf noch nichts machen. Ein gemischter Rumble, ja, das... Ich gehe davon aus, dass Trish oder Lita auch noch vorkommen. Mal so nebenbei erwähnt. Weil beim letzten Rumble, was ich hier bei Just Bring It gemacht habe, beim letzten Rumble, war definitiv Lita dabei. Oh, da hast du es schon raus. Bradshaw, auch bekannt unter dem Namen JBL. Man merke übrigens, die Leute kommen relativ fix in diese Spielreihe. Da ist zum Beispiel schon Jericho. Also hier ist nicht so, wartest du 2 Minuten oder so, sondern die kommen, bis der Ring voll ist mit 6 Mann, oder ich glaube 8 Mann, ich weiß nicht, ich glaube 8 passen hier rein, gehen hier rein. Wenn die voll ist, dann kommt erstmal keine mehr nach. Dann muss erst wieder jemand eliminiert werden. Dann dauert es kurz und dann kommen sie nach. Das ist ein bisschen anders gemacht. Da sind nur noch 3 im Ring. Und Molly Holly ist noch dabei. Das ist immer spannend zu sehen. Ach, wer kommt denn da? Wer bist du überhaupt? Billy Gunn, okay. Billy Gunn. Muss ich mal überlegen, weil... Vom Kennen her... Also Test, oh Test kommt zum Ring. Wahnsinn, ey. That must hurt. Are you really? I'm lucky to see such an excellent match. I'm sure Chris Jericho will do well tonight. Did you see that?
Was habe ich gesagt? Trish Stratus. Bang. Und Molly Holly ist immer noch drin. Er hat, glaube ich, sogar schon zwei Männer rausgeschmissen. Also, was will man dazu sagen? Both Superstars are showing some excellent moves. Taz. Taz kommt, okay. I don't like him. Oh, it's a slobberknocker. It's a slobberknocker. Boom. Shoulder thrust. Es war ja in den Spielen ja auch noch möglich, dass Mann gegen Frau antreten konnte. Oh, Molly Holly ist weg. Dass Mann gegen Frau antreten konnte. Und Dragon Sleeper, Lita is making. Was sag ich? Da ist Lita. This Royal Rumble match will be an important match. Zwei der größten Rivalen haben wir jetzt im Ring. Zumindest was die Frauenriege angeht. Die Man vs. Woman Matches. Ja, na gut. Manchmal kann sie. Oh! Ivory! Wir haben. Ich glaube, wir packen heute alle Frauen aus, die das Spiel zu bieten hat. Wir haben jetzt, glaube ich, schon die vierte oder fünfte. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, schon alles, weil so viele Frauen bieten die alten Spiele noch gar nicht. Edge kommt zum Ring! Wir haben definitiv ein starkes Superstar aufgeboten, diesen Rumble. Oh my gosh! There must be a tremendous amount of pain in the back of the head. Umgeknoslined. Umgeniedet. Bin verwirrt. Am Laptop hängt der Stream gar nicht. Und am PC wie verrückt. Das ist komisch. Achso, das war Matt Hardy. Ich wollte gerade sagen, Jeff Hardy ist rausgenommen. Das war Matt Hardy. High Angle Spinebuster. High Angle Spinebuster. I think it's over. Also, der erste Hardy ist schon weg. Der Taker kommt. Dann verwundert es mich, dass es an dem hängt. Bei dem. Okay, egal. Der Taker kommt zum Ring. Und immer noch zwei Frauen. Eine Frau. Ivory ist raus. Gut, Lita ist auch schon lange raus. Okay, schade. Ich bleib am Leppi. Bin ja gespannt, wie Jeff sich schlägt. Ja, werden wir sehen. Oh man. Hallo? Ja. Atomic Drop was executed. Chris Jericho executed perfect. Walls of Jericho. It's Kane. Das normale funktioniert, aber. Wer habe ich auch hier Probleme gehabt am Handy und so weiter. Ja, also, wie gesagt, das normale LAN funktioniert, aber WLAN funktioniert halt. Soweit ich weiß nicht. Richtig, komischerweise. Beim Handy funktioniert es nicht. Richtig, oh, what a shot! Kane always shows a high quality match. What will the outcome of this match be? Oh wow! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Eddie Guerrero is making an appearance tonight. Will anybody be able to defeat Kane? Taschenlampe. Müssen wir mein Handy mal rein. Das muss ich dann machen. Das müsste, glaube ich, direkt irgendwie gleich geben, dass man so gewesen ist. Oh, Baby! We'll be the better fighter tonight. Steve Blackman is entering the ring. Da war ja was. The attack seems effective. Irish Whip. Triple H in der ersten Zwischen rausgeflogen. Walls of Jericho! Walls of Jericho! Ouch! It's William Regal.
Eddie Guerrero. Is incredible. Elbow to the back of the head. I've never seen a fight like this before. Here comes Jeff Hardy. Kommt Jeff Hardy. I'm sure Jeff Hardy will do well tonight. Elbow to the back of the head. Body punch. Raven is appearing at the battlefield. Who will win the match? Hey, hey. Shuffle sidekick. Jeff Hardy is the best in TLC match. Flying lariat. Crash is entering the ring. Hmm. Okay. Both superstars are showing some excellent moves. Perry Saturn is fired up for tonight's match. Look! He's trying to hang in there. Raven! I don't get it. It's Devon Dudley. Try to learn. Manhattan drop. I'm lucky to see such an excellent match. Vince McMahon is appearing at the battlefield. Oh! Don't try this move, kids. Jo, geht auf jeden Fall fixer als vorhin. Ja. Kurt Angle is making an appearance tonight. Okay. Both superstars are showing some excellent moves. Mehr kannst du nicht machen. Also jetzt geht's wieder, ja. Ja, hier scheint es wieder zu gehen. Da kommt der andere Mann noch durch, aber ich denke mal, wenn es beim E geht, geht es bei dem anderen auch. Leg trip! He's the best superstar in America. This Royal Rumble match will be an important. Ja, genau, schreib mir mal. Ja, ich denke mal schon, es wird genauso ablaufen. Aber wobei, es könnte vielleicht sein, dass er ein bisschen was zu zeigen kann. Aber. Wir wissen es ja nicht. Momentan ist ja. Gut, was heißt das, was ich sagen? Ist ja auch WWE dabei, ein bisschen den Leuten, die weniger Aufmerksamkeit hatten, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Kann vielleicht sein, dass Jeff Hardy sich ein bisschen was zeigen kann. Aber. Ich will hier nichts weiter sagen, weil es kann alles Mögliche passieren. Wie gesagt, ich habe Triple H gesteuert und naja. Er war kurz drinne, ja, aber da war ich gerade anderweitig beschäftigt. Deswegen bin ich auch so schnell rausgeflogen. Aber jetzt brauche ich mich auch nicht mehr einzumischen. Es sind nur noch Steven Richards und Rock dabei. Also von daher brauche ich jetzt hier nicht weiter mitzumischen. Lassen wir das mal so stehen, wie es ist. Snap Suplex. Did you see the intensity? Ja, aber so wie er gerade eingesetzt wird, habe ich wenig Hoffnung. He's trying to hang in there. Ja, verstirbt zuletzt. Suplex. Will he be able to continue? Wobei er war die letzten Wochen noch gar nicht da, also. What a match. Vielleicht kommt er gar nicht. Aber warum soll er nicht kommen? Das ist die Frage. His super kick. Is really dangerous. Gerade der Rumble ist für den Superstars hey, gerade gut, die lange nicht zu sehen waren. Gut. Here is your winner, Steven Richards. Hm.
Ah, ja, lädt alle relativ fix. Also es scheint wieder zu funktionieren. Da war aber doch der WLAN, der ein bisschen gesponnen hat. Bei den Hausschuss war er und er ist ja auch angekündigt, falls du es. Ach so, ja, gut, ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Superstar angekündigt ist in Royal Rumble so, oder. Ein paar weiß ich natürlich auch an sich, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht den großen Überblick, sage ich jetzt mal. Ich wollte mir auch nicht so den großen Überblick machen, sage ich jetzt mal. Ja, Just Bring It ist vorbei und hat mehr oder weniger ein kleines Problemchen mitgebracht, aber naja, gut, egal. Es ging jetzt relativ. Ups. Ja, gut, ich hoffe, Shut Your Mouth regelt das ein bisschen.